Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Map. Vierfach Map genau genommen, Version 1.2 ohne Gräben. Wir sind dabei gerade die Zementfabrik mit Wasser zu versorgen. Wir haben da Diesel hingebracht, damit, also nicht zur Zementfabrik, aber zur Sandgrube und zur Kiesgrube, damit Sand und Kies produziert werden. Und ich bin ja dazu übergegangen, Plattformen für einen Hakenlift-Transporter zu kaufen. Daher fahre ich jetzt auch gerade hier mit dem Hakenlift-Transporter, um dort, um die in der Gemüsefarm einzusetzen, um da das Abfahren einfacher zu gestalten. Und ich hole jetzt gerade vom Händler die letzte der vier Plattformen. Ich muss sagen, im Moment gefällt mir das recht gut mit diesen Plattformen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da noch mehr mitmache. Ja, wir können auch noch Felder kaufen. Muss gleich mal gucken, was wir überhaupt noch alles brauchen. Ich bin jetzt gerade weniger im landwirtschaftlichen Modus, mehr so Produktionen am Laufen halten. Da gucken. Ich weiß, dass wir jetzt, dadurch, dass wir diese Map neu angefangen haben, haben wir auf jeden Fall auch ein Feld mit Sojabohnen. Ich weiß gar nicht, was wir da alles mitmachen können. Ich weiß, dass man die zur Schweinezucht verwenden kann oder zur Schweinemast. Wir haben aber noch gar keine Schweine. Das wird vielleicht auch mal was sein, was wir jetzt in den nächsten Folgen machen, dass wir uns einfach mal ein paar viele Schweine kaufen. Ansonsten ist das eigentlich ganz cool mit diesen Hakenlift-Plattformen. Ich schalte mal eben kurz um. Wir sind hier bei der Zementfabrik. Ich habe das Fortuna-Fass voll Wasser gemacht. Ich habe mir hier so einen Ackerschacht hingebaut. Wer meine Folgen bisher gesehen hat, weiß ja, dass ich das überall da mache, wo ich häufig Wasser brauche. So. Okay. Da kann jetzt das, der Wasservorrat aufgetankt werden. Und wenn ich gleich schon in der Ecke bin, fahre ich dann gleich auch zum Eierhof und sehe zu, dass da auch schon mal der Wasservorrat stimmt. Weil mit dem 100.000 Liter Fass ist das ja schnell gemacht. Ja, dann fülle ich den nämlich hier gleich auf und fahre dann schon mal zum Eierhof. Und erst wenn wir dann später das nächste Mal da Wasser brauchen, dann baue ich da auch einen Ackerschacht hin. Ja, immer noch interessiert an so einem, ja, an einem Gerät, was mir praktisch einfach, was ich in so einen Trigger stellen kann, im Prinzip so einen Ackerschacht direkt in den Wassertrigger stellen und dann automatisch immer Wasser nachfüllen, dass ich immer meine Wasservorräte immer voll habe. Aber das wird wohl Illusionen bleiben. So, wir schalten schon mal auf Paletten. Müssen wir uns gleich nochmal einen Platz aussuchen, wo wir denn diese Hakenlift-Paletten immer entladen und dann wieder umladen. Weil hier ist jetzt alles doch relativ voll. Und dadurch, dass jetzt hier in der Mitte die Straße ist, macht das die Situation nicht einfacher. Und diese Begrenzungsfehler mitten in der Einfahrt, die sind ja auch mal irgendwie für den Arsch. Hakenlift abfahren. Nein. Oh, Arbeitsmodus aktivieren. So hinterherziehen ist eigentlich ja nicht Sinn der Sache. Aber es geht eigentlich ganz gut. Sinn der Sache ist eben eigentlich genau den hier. Aber mehr passen da nicht drauf.
Ja, sehr lustig. So viel zum Thema, ich habe in Physik aufgepasst. Ja, also es passen acht Paletten da drauf, das ist nicht viel. Ich muss mir irgendwann mal die Dateien angucken. Erstmal ist mir der Trigger noch zu klein. Und außerdem habe ich da ein Problem mit, dass das nur einstöckig ist. Der Trigger muss größer, dann kann ich die nämlich daneben stellen, dann brauchen die nicht unterm Dach stehen. Muss ich die jetzt immer ganz hier hinten hinbringen, ne? Ich hab sonst keinen Platz. Wo sind die ganzen Holzpaletten hin? Ich habe doch hier erst Holzpaletten hingebracht. Gibt's ja gar nicht. Da hinten sind keine, weil ich kein Holz mehr habe. Unfassbar. So, was bestimmt auch geht, mir noch gar nicht angeguckt habe. Ich kann bestimmt auch den Arbeitsmodus so einfach aktivieren hier drauf. Und hole dann einfach da alles weg, was da irgendwie. So, bei allem, was wir jetzt hier machen, ist immer nur zu beachten, dass wir die nicht so stellen wie jetzt, dass Produktion nicht mehr möglich ist. Das wäre natürlich saudoof von uns. Sondern dass das irgendwie so ein bisschen. Ah, was mache ich denn da? Ich zweifle gerade so ein bisschen an meiner Idee mit dem Hakenlift. So, eben einmal gerade ziehen. Dann wieder runterlassen. Dann muss ich mal eben schauen. Soll ich natürlich dann auch rückwärts fahren? Das war schon zu weit. Ich habe jetzt Modus an. Modus ist an. Abkoppeln. Hakenlift einfahren. So. Das ist alles gut. Wieso habe ich denn kein Holz mehr? Das nervt mich jetzt am meisten. Den lassen wir erstmal da stehen. So. Wir sind wieder leer. Wasser sollte voll sein hier. Papier, Zement habe ich null. Wasser ist voll, Kies leer. Leere Paletten müssen hierher. Wir holen uns jetzt hier erstmal 100.000 Liter Wasser, um damit dann gleich den Eierhof zu versorgen.
Wasser. Wasser wird gefüllt. Und jetzt guck mal, was wir sonst noch hier haben. Ja, dauert heute ein bisschen mit dem Durchschalten. Immer ist er heute nicht so super schnell. Ja, hier haben wir auch noch ein Wasserfass, aber die Produktion hier läuft. Auch nicht. Milch können wir auch noch zur Molkerei bringen, auf jeden Fall. Geht der? Ja, verstehe. Geht der? Das heißt, da könnten wir dann mal eben Autoload aktivieren. Wo steht er denn? Er hat hier leere Paletten hinten drauf. Und ich bin noch bei der Hackschnitz über der Zellstofffabrik. Das heißt, ich könnte mal schauen, ob hier noch mehr Papierpaletten sind. Weil brauche ich nämlich auch, sowohl beim Zement als auch beim Eierhof. Wenn wir eh schon in die Richtung fahren. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ja, doch, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn wir da noch Paletten haben, wir. Sehr schön. Ja, es sind jetzt noch nicht viele Papierpaletten. Aber eben schon ein paar. Und ein paar haben wir da ja auch schon beim. Wieso komme ich hier nicht raus? Wieso kann ich hier nicht laufen? Hallo? Warum auch immer. So. Ist nicht alle Welt. Besser als gar nichts. Einsteigen. Arbeitsmodus aus. Und ab. Ab geht die wilde Fahrt. Muss ich mich nur mal eben orientieren. Welcher Weg denn jetzt der beste ist. Also Papier, Kartonpaletten haben wir hier ohne Ende. Okay. Ja, schauen wir doch mal, wie wir fahren. Bin mir auch nicht sicher, ob ich hier noch irgendwelche Paletten habe. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Irgendwie bin ich der Meinung, ich kann hier reinfahren und dann gleich rechts und dann. Sehen wir ja alles. Also hier so dieses Rathaus oder Kirche oder was auch immer das sein soll. Das erinnert mich alles so ein bisschen an Lynchburg in Tennessee, da wo der Jack Daniels herkommt. Da am Marktplatz, das sieht da recht ähnlich aus. Aus meiner Erinnerung ist jetzt schon einige Jahre her, dass ich da war, aber hatte schon starke Ähnlichkeit, muss ich sagen. Wollen wir das hier haben? Ja, dann ist die Folge auch schon vorbei. Kommt auch schon die nächste. Geht ganz, ganz schnell, ganz stark auf Weihnachten zu. Heißt aber auch ganz, ganz viele Sonderfolgen. Also heißt Sonderfolgen einfach mal Heiligabend, ersten, zweiten Weihnachtstag. Gibt es jeweils zwei Folgen. Den Samstag davor natürlich auch. Das sind ja alleine schon 8 Folgen, die dann innerhalb von 4 Tagen kommen. Und dann das Wochenende danach ist Silvester, da gibt es den Samstag vorher 2 Folgen. Silvester gibt es 2, am 1. Januar gibt es 2. Ja.
Und dann nähern wir uns auch schon ganz, ganz schnell der 100. Folge. Was ich überhaupt nicht für möglich gehalten hätte, als ich angefangen habe. Was ja auch noch gar nicht so lange her ist. Also, ja. Da geht was. Definitiv. Definitiv. So, jetzt nicht wieder zum Eierhof abbiegen, sondern erstmal zur Zementproduktion. Und dann muss ich ja irgendwann mal dahin und muss Sand und Kies auch zum Zement bringen. Hilft ja alles nichts, ne? Hilft ja alles nichts. Auswählen. So, jetzt hier wieder aufpassen. Nicht, dass ich da unten gegen die Plastikabsperrböcke fahre und dann wieder hängen bleib. Nicht, dass mir das schon jemals passiert wäre, aber... Ja, du solltest ja im Prinzip auch schon voll sein. So. Selten dämlich. Ach Mensch. Passt das sogar, dass ich hier so einmal vorfahren kann und dann... Ja, schön. Noch lange nicht voll, aber... Da ist schon mal was drin. So, und ich kann mir da mal Gedanken machen... wo ich denn Holz herkriege. Ich habe jetzt echt eigentlich keine Lust, in den Wald zu gehen und Holz zu ernten. Ich glaube, ich kaufe mir tatsächlich dieses Castor Woodpack und installiere das. Da habe ich dann nämlich meine Ruhe. Dann brauchen wir nur die Paletten abholen, wenn ich sie brauche. Ich glaube, dass das eine... Ja, weiß ich auch nicht. Kostet natürlich Geld, ne? Und dafür spare ich die Zeit, im Wald zu gehen. Auf der anderen Seite produziere ich dann auch keine Hackschnitzel, also nicht mehr so viele Hackschnitzel. Ich weiß es doch nicht. Doch, ich glaube, ich gehe da erstmal selber in den Wald und rode ein paar Bäume. Die sind ja, der Wald ist ja wieder aufgeforstet, dadurch, dass wir auf der neuen Karte sind. Hat ja auch Vorteile. Muss man ja ganz klar so sagen. Für uns geht's hier in großen Schritten zum Eierhof. Der ja auch Wasser braucht. Mal eben gucken, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo. Hier vorne kommt Getreide rein. Hier kommen leere Paletten rein. Hinten kommt Stroh rein und daneben kommt Wasser rein. Hallo? Wie sieht's denn da mit dem Trigger aus? Jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viel Wasser hier rein kann. Ich mach erstmal halb voll. Irgendwo muss man das ja feststellen können. Wasser. Oh, 150.000 passen da rein. Ja, komm. Machen wir voll. In der Zwischenzeit hole ich mir noch wieder einen Ackerschacht. Könnte den am wenigsten stören. Hier, ne? Hier so. Ups, und sehe jetzt hier noch mal.
So, jetzt muss ich erstmal aussteigen und gucken, wo ich denn jetzt den anderen Ackerschacht hingebastelt habe. Muss man hier doch auch sehen können, oder? Nein! Was ist denn jetzt passiert? Windows-Funktionsupdate wird mir jetzt hier gleich parallel eingeblendet, deshalb bin ich etwas... Nee, Supermarkt, das will ich alles nicht. Nicht implantierbare Objekte. Ganz zum Schluss, wa? Ja, will ich alles gar nicht. Okay, vielleicht da war. Gibt's doch gar nicht. Hab ich die jetzt übersehen? Ja, unter Traktoren werden sie ja nicht sein, oder? Hier drunter auch nicht. Oder doch? Würde ja keinen Sinn machen. Nein, ich will nicht das Spiel abbrechen. Zurück. Dann bin ich mal eben auf Garage, weil da müssen die ja auch zu sehen sein. Die ganzen Ackerschächte. Kann ich leider nicht filtern, das wäre ja noch schön. Ja, egal. Irgendwo werde ich ihn dann schon irgendwann mal sehen. So. Nein. Aber schön, dass wir hier auch noch Möglichkeiten haben, Maschinen unterzustellen. Finde ich sehr schön. So, Ackerschacht. Voll laufen lassen. Ja, das war's auch schon. Überlänge heute, aber macht nichts. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar oder abonniert mich und schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne sage ich Ciao.